Lie down. Mach ich doch. Ich finde das mega cool, wie du einfach durch die ganzen Ruinen von Ferrum Azula läufst. Und dann hast du praktisch hier liegst einfach da. Und ganz Ferrum Azula wird dir wieder zusammengebaut. Weil so hat Ferrum Azula ja im Vorfeld ja mal ausgeguckt. Also, das ist ja das, wie es mal ausgeschaut hat. Weil das wird ja alles wieder zusammengebaut am Ende. Und wir sind ja durch diese Trümmer da durchgelaufen. Diese ganzen Türme, so was man da sieht. Das ist ja das, was am Ende alles kaputt ging. Und dieser Boss ist so mega cool. Dragonlord Placidusax. So mega cool. So ein cooler Boss. Ja. Definitiv Koppel. Vor allem das Coole eigentlich hier ist, es ist ja alles, Ferrum Azula ist ja komplett wieder zusammengebaut, wie es eigentlich war. Und das richtig Coole ist, halt das Wetter rum mit den Stürmen alles, mit den Blitzen und so. Das sieht mega cool aus. Dragonlord Placidusax. Hier bin ich. Oh, best. Wait, what? Au! Ah, zu früh. Oh, fuck. Ich habe das überlebt.
Fuck! Fuck, nein! Ich dachte, ich krieg ihn. Ah, ich hätte hinter ihn laufen müssen weiter. Nein, das war so knapp. Ich hätte einfach hinter ihn laufen müssen. Das war nicht gut. Oh, das war so knapp, das ärgert mich. Das war so knapp, das ärgert mich. Ich habe die Laser zum Glück überlebt. Das war eigentlich eher mega Glück, weil normalerweise ist das so ein Punkt, wo du bei den Lasern stirbst. Aber ja. Man kann das mit den Lasern aber mega cheesen, weil du kannst, wenn du relativ nah an dem Punkt bist, wo er einfach wechselt, macht er immer die Laser. Und was du machen kannst ist, du kannst, also wenn du nah an der Wand bist, dann macht er die Laser, aber du bist hinter ihm und kannst ihn währenddessen, kannst du ihn komplett kaputt damagen bis zum Umfallen. Weil er da nichts dagegen machen kann dann. Was? Mann, zu früh. Oh. Na gut.
Ich dachte, ich habe mehr Zeit. Aber das wollte ich eigentlich, dass ich hinten an der Wand bin, während er die Attacke macht. Weil dann hätte ich ihn finishen können. Das wollte ich eigentlich nur mal eben demonstrieren, aber... Yeah. Ich dachte, ich habe mehr Zeit, ich hätte mich umdrehen müssen. Weil du musst nur diese eine Attacke ausweichen. Er macht die gleiche Attacke, nämlich dann mit diesem Sturzangriff. Und der musst du nur ausweichen. Und dann hast du massig Zeit, ihn hinten einfach platt zu machen. Und ich wollte das eigentlich nur demonstrieren, aber... Geh runter. Mann. Placidusax hatte andere Pläne. Skip. No way. Ja, das kann ich mal schlecht mit dem Mond. Kriegt er mehr Damage am Anfang. Richtig gut. Ich bin doch gerollt. Fuck mir doch. Ja. Ich bin doch gerollt. Was soll denn das? Ich bin doch durch sein Dingens durchgedingst. Na gut. Gut, 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 gut. Wenn der Weg noch nicht immer so lästig wird zu ihm. Oh, oh, oh. Das wäre fast schief gelaufen. So, jetzt aber. Jetzt mache ich es hoffentlich mal richtig. Was mir das zum Konzept gebracht hat, dass ich den Zauberstab nicht aktiviert habe das erste Mal. Sondern immer noch den Dingens. Was etwas nervig ist. Lernst du aber auch nicht mehr. Mann. Ich lern's auch nicht mehr, ey. Es ist unfassbar.
Ja, schau deinen Zauberstab ein bisschen an. Ganz wichtig. Ich bin doch weggerollt. Wait, what? Ich bin doch weggerollt. Hä? Ich check ich nicht. Ich bin doch genauso durch diesen Dingens durchgerollt wie sonst auch. Wieso trifft er mich jetzt die ganze Zeit? Kann ich es einfach so laufen oder ja, ne? Ich glaube, du kannst die einfach so runterlaufen. Du musst nicht unbedingt springen. Mann! Dann wirft mit Felsbrock nach mir. Hä? Was hat mich denn jetzt erwischt? Fuck, zu früh. Okay. Das ist kein guter Run hier. Sag mal, wieso trifft mich das die ganze Zeit? Jetzt verarschen eigentlich. Fuck, so. Ich frage mich, warum mich dieser blöde Clown-Angriff immer trifft. Du musst doch einfach drauf zurollen normalerweise. Aber ich glaube, der Effekt hinten dran, wenn der haut, mich trifft der Effekt danach.
Mich trifft nicht der Schlag, sondern mich trifft der Area-Effekt hinten dran immer. Uah, das war knapp. Also guck, man darf da nicht springen. Man muss da einfach runterlaufen, dann geht's. Ich dachte, der Rune Arc hilft mir vielleicht, dass ich damit genügend Leben noch krieg. Aber offensichtlich nicht. Ich glaube, das mit dem... Nein, da will ich gar nicht weg. Das ist eigentlich total banal. Ich stelle mich nur mega dämlich an gerade. Also wie halt meistens. Crouchen. Ja, ich habe vergessen, dass er Steine wirft. Es läuft so semi-gut gerade. Zu früh. Nein! Fuck! Ich bin zu früh gerollt. Irgendwie arscht mich das gerade an. Struggles ja doch an dem Boss, hätte ich nicht gedacht. Ich auch nicht. Ich bin nur gerade echt zu blöd. Also. Umso schöner ist der Sieg dann. Ich habe ihn schon mal besiegt, also von daher. Ich mache den nur, weil ich die Rembrandt-Bosse alle haben will. Aber. Na, manchmal ist es komisch, weil manchmal checke ich nicht ganz, warum ich den Attacken nicht ausweichen kann, obwohl ich eigentlich ausweiche. Hey, geil. Mein Geist vor mir legt sich auch hin. Im gleichen Outfit. Ja, still freut man sich dann. Ja, das stimmt. Aber mich wundert es gerade echt, dass ich mich so schwer tue. Weil der ist echt nicht schwer, der Boss. Der ist wirklich nicht schwer. Er hat ein, zwei arschige Moves drauf.
Hast du wieder Steinchen jetzt? Wieso wirft da keine Steine? Nein, er macht wieder das. Ja. Ich hab's gesehen, dass er das macht. Oh, fuck me. Okay, Frostbite abbekommen. Da oben ist er. Nein, zu langsam. Fuck. Jetzt. Oh. Remembrance of the Dragon Lord. Geil. Das ist eigentlich genau das. Wenn du hier in der Wand bist und der die Laser macht, dann ist das eigentlich mega cool. Du kannst dich einfach hinten dran hinstellen. Und dann kannst du ihn einfach platt machen. Das ist eigentlich mega cool. Aber naja. Remembrance of the Dragon Lord. Sehr schön. Haben wir Placidusax auch platt gemacht. Was steht hier? Elden Ring! Praise the I did it! Why is it always luck? Praise the I did it! Okay. Level up. So, wir sind ganz erfolgreich bei Vigor 80. 2015 Leben. Was auch das Ende ist. Ich werde Vigor nicht mehr leveln. Oder Vigor, oder wie man es ausspricht. Ich werde jetzt ein paar andere Stats hochleveln. Wie Endurance und so weiter. Das ist dann ein bisschen sinnvoller, glaube ich, dass wir mehr Stamina haben. Und von höherem Max Equip Load. So. Dragon Lord Placidusax. Dragon Temple Transept. Ich glaube, das ist das hier, ne? Da muss ich hin. Nein. Beside the Great Bridge. Immer noch. Ich frage mich übrigens immer noch, ob man Placidusax im Koop machen kann. Bin ich mir echt nicht sicher.
geht's hier eigentlich lang? Bin ich das letzte Mal runtergelaufen? Ich weiß es gar nicht. So, wir werden beschworen. Okay. Ha! Hey! Okay. Na gut. Was fantastisch ist, dass ich jemand jetzt helfe, Malekith zu killen, obwohl ich Malekith selber noch nicht gekillt habe in dem Run. Das finde ich irgendwie witzig, dass das geht. Malekith, the Black Blade. Ich bin nicht gestorben. Der Host ist vor mir gestorben. Man hat den Deathscreen nicht gesehen. Das tut mir sehr leid. Okay, aber das ist echt ein bisschen ätzend. Wenn das so krass laggt. Weil ganz ehrlich, ich weiß nicht mal, was da gerade passiert ist. So, jetzt bist du auch tot, wie deine Kumpels. Somber's Missing Stone 8. Nice. Nein! Ach so, jetzt bin ich da wieder. Na gut. Ich meine, hey, ich wollte nur euch zeigen, was da auf der anderen Seite ist, dass ihr es auch mal seht. Also ihr könnt da runterspringen, dann seid ihr wieder da, wo der Crucible Knight ist. Das ist gar kein Problem. Ich wollte euch das nur mal demonstrieren. Dass ihr das einfach wisst. Weil ich finde, es ist eine wichtige Info. Jedes Mal. Wow.
Oh. Auszeit. Fuck me! Ich hasse diese Tree Sentinels. Vor allem ihn. Weil ich check das nie, wann ich diesen Blitzattacken ausweichen muss. Malform Dragon Armor, Gauntlets. Sehr schön. So, ich muss noch einmal zurück. Muss mal Tränke auffüllen. Hallo?